Jetzt ist auch die Radler-Demo vom Feuersee mit leichter Verspätung, wir werden gleich hören, warum, eingetroffen. Ich begrüße sehr herzlich die Radler-Demo. Auch die Radler haben ständig mit kleinkarierten Behinderungen durch die Polizei zu kämpfen. Unser nächster Redner ist deshalb heute Peter Pipiorke von der Naturfreunde-Radgruppe Stuttgart, der die Montagsrad-Demo organisiert. Herzlich willkommen, Peter Pipiorke. Ja, liebe Freunde des Kopfbahnhofs, heute rede ich nicht als Vertreter der Naturfreunde-Radgruppe zum Thema Potenzial des Fahrrads bei einer ökologischen Verkehrswende oder der Radverkehrspolitik in Stuttgart oder gar das Fahrrad und die Bahn. Nein, es geht ganz profan um das Ordnungsamt der Stadt Stuttgart. Doch der Reihe nach. Seit Jahren radeln wir gegen Stuttgart 21. Seit Jahren winkt uns die Polizei über Verkehrsampeln, ob grün oder rot. Seit neuestem besteht jedoch das Ordnungsamt darauf, dass wir an roten Ampeln warten. Im Extremfall warten wir mit 5 Polizeimoträdern vor einer Fußgängerampel, an der weit und breit kein Fußgänger die Straße queren wollen, gemeinsam auf Grün. Von daher muss ich die Kollegin ein bisschen berichtigen, es ist keine Schikane der Polizei, denn die hat sich bisher an das Ordnungsamt nicht gehalten, sondern es ist eine Schikane der Stadt Stuttgart. Gemeinsam mit der Polizei warten wir darauf, weil die es bisher offenbar auf ihre eigene Kappe genommen hat, uns, wenn es möglich war, auch bei Rot durchzuwinken. Da wir nun nicht davon ausgehen, dass die Polizei besonders effektiv den Verkehr blockieren wollte, ist vielmehr wohl davon auszugehen, dass der Verkehrsstau so geringer wird. Genau gegenteilig besteht das Ordnungsamt auf rote Ampeln, um angeblich den Verkehr zu verflüssigen, den Raddemozug zu verkürzen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Sind wir unter OB Schuster pünktlich zur Kundgebung gekommen, brauchen wir unter dem grünen OB Kuhn länger und kommen so zu spät. Danke, Herr Kuhn, mit über 10 Minuten Verspätung sind wir hier noch nie angekommen, selbst im größten Verkehrschaos, so wie heute. Diese Regelung konsequent weiter betrachtet, können mit diesem Totschlagargument den Verkehr zu verflüssigen und den Demozug aufrücken zu lassen, alle Demos unter diese Regelung fallen. Und ich möchte einmal sehen, was der DGB sagt, wenn er bei seiner ersten Mai-Demo an roten Ampeln warten muss. Dies, lassen wir uns nicht gefallen. Aus Protest werden wir am kommenden Montag die Montagsraddemo ändern. Vom Feuersee werden wir unsere Fahrräder über die rote Bühlstraße schieben. Können wir das bei Rot queren? Am Rathaus werden wir eine Protestresolution an Herrn OB Kuhn übergeben. Von da aus haben wir hier zur Kundgebung. Wir würden uns über eine noch zahlreichere Beteiligung als sonst freuen. Wir haben uns bislang nicht von unserem Protest gegen den Schwachsinn von Stuttgart 21 abhalten lassen. Wir werden uns auch nicht von Schikanen der Stadt Stuttgart abhalten lassen. Oben bleiben.
Vielen Dank, Peter Pipiorka.